So, ganz am Weile ein paar Xenoblade Chronicles und wir müssen ja da rein, aber ich renne zuerst dreimal im Kreis, bevor ich die Tür öffne irgendwie. Ja, kann man ja machen, jetzt wird gleich eine Zwischensequenz kommen, also ja. Aber das ist natürlich ein schöner Ladescreen. Ah, okay, doch keine Zwischensequenz. Hier ist dieser... Hä? Ich muss hier nicht hin? Oder... Dieser Raum ist so riesig, ich kenne mich hier nie aus. Da muss ich hoch. Da ist irgendwo der Besprechungsraum im Normalfall. Oder so, oder doch nicht. Ja, grünes Fighting. Ah, okay. Damn, losing Nelson's team is a real blow. But the fact we're not the only visitors on this rock is even worse. We made it clear they want all humans dead. For all we know, they may be related to the forces that destroyed Earth and followed us here. Wonderful. I'll report this to Secretary Ryan. See if we can't bolster our defenses. Just one last thing. What the bloody hell is this dancing turnip doing here? He's actually a potato. Dancing not turnip or potato. For next time, Kapsu is not food. Now, on behalf of Katakura, Kapsu welcome all Earth people and offer a friendly treaty of friendship. Yeah, right. Anyway, we were thinking he could be a good source of general intel about the planet. Exactly how useful that'll be remains to be seen. Oh, don't you worry about a thing. Friends totally safe now that Tatsu is in town. Tatsu watch over and protect friends. Especially weak and affected Henry with her thin, bony wings. You mean my arms? Look who's talking. And who said anything about you coming with us? You can stay here, you greedy, annoying little cabbage. I'm sure there's a salad here that could use you. Tatsu, stay here! Where did you leave Tatsu? Behind? It's for the best. You said yourself that people are in danger. And the Xenos that captured you might still be out here. You'll be safest here in the city. Agreed. Tatsu got agreed! Friends will want Tatsu along. Friends need Tatsu along. How so? What? Well, that, of course. This planet has many helpful Nopon that Tatsu can talk to. Other Nopon can share information for friends. That might be useful. That's right. Most Nopon not like Tatsu. Nopon can be shy. Nopon can be difficult. Most Nopon never trust friends, or even talk to friends. But Tatsu? Nopon love Tatsu. The Tatsu use smooth talk and winning personality to get friends good info. The tater tot has a point. More like an ulterior motive, if you ask me. Tatsu perish the thought. Tatsu intentions are pure, Lindley. Pure as snow. Lindley intimidated by Tatsu's strength and smarts. But do not worry, Tatsu is true friend. Strength and smarts, huh? That's really not what I'm worried about. All right, then it's settled. Small Fry here will accompany you three out in the field. After all, we can use all the info we can get. Seriously? We have to babysit this thing? You're the ones who picked him up. Besides, do you really want to leave him with another team? Maybe not. Unless we were invited to the meal I mean. See? Already getting along like peas and carrots. He can be your choice. Oh, come on, Commander! That's not funny! Would you, Elma? I'm sure Elma has no objections. Right. As you say.
Done and done. Welcome to Blaze, Tater. Come on. Yes, sir! And it's a oh, one thing Toxie forgot to mention. Nopon are pacifists, so friends need to defend Toxie, be extra super safe in any battle. Toxie, VIP, diplomat that way. Why am I not surprised? So much for him watching over and protecting us. Handlungsmäßig abgeschlossen, sehr schön. Ja, das finde ich halt so genial, auch schon normal gesehen, ist einfach diese Zwischensequenzen mit den Nopons einfach ihre Kommentare raus und ich lache mich da jedes Mal kaputt. Ich finde das jedes Mal so genial. Ah, okay, jetzt geht's gleich weiter mit der Zwischensequenz. So, ja, sorry, aber meine Aufnahme ist anscheinend irgendwo damit abgespackt. Und ja, jetzt, wir können die Szene jetzt nicht leider von ganz vorne ansehen, wie ich es gerne hätte, aber ich habe sie ziemlich am Anfang gestoppt, also ihr habt noch nicht so viel verpasst. Und ja, wir sagen, gehen wir weiter mit der Szene hier. Ah, ich werde gleich was gefragt. Versichere immer, dass du die Trinity-Kette-Lage begriffen hast. Ah, natürlich. Ja, sie hat uns gerade erklärt, dass es, dass wir die jetzt noch wichtiger ist, sie zu finden. Ja. Hostile indigens. There's no real delicate way to put this. Any wildlife that poses a clear threat must be eliminated. The life hold is our future, but we can't ignore the present. We still have our duty to keep New LA safe. And sometimes that duty requires enacting coordinated strikes to solve problems before they can do real harm. We are the newcomers here, it's true. And they're usually just out to defend their territory. But sometimes it really is them and us. And we have to make sure it's us. Don't get me wrong. It's not like we run out there and light up anything that moves. Only Blade HQ can choose targets. And they tend to keep them strictly to creatures that pose a significant threat to our survival. In order to contribute to this cause, operatives are asked to form into squads to take on special missions. These squad missions, as we call them, don't get posted to mission control like your other more typical assignments. Rather, HQ transmits the details directly to all of us at the same time. Basically, they want as many people to know about them ASAP, so they can be taken care of ASAP. I'm sure you can imagine that these missions aren't your run-of-the-mill little fetch quests. It's not the kind of stuff just one or two Blades could handle on their own. That's why squads can have as many as 32 members. And it's why we ask members to sign up to a squad beforehand. We can't have Blades playing musical chairs whenever this kind of emergency hits us. But just remember, squad missions are not mandatory. You don't have to drop everything you're doing just to take one off. HQ has no way of knowing what every Blade is up to when these missions arise. If you're busy with something else, they'll understand. They need to trust our collective judgment of these things, and, well, so far so good. And I think that about covers the basics, right? Search for the missing pieces of the library. Install data probes to expand frontier knowledge. And take on squad missions when you can to keep us safe. Got all that? Natürlich. Good. We're counting on you. And briefing adjourned. Thank God.
All right, well, it's getting pretty late, isn't it? Yeah, let's call it a night. Oh, Tatsu's so excited to sleep in real bed. Lily can show Tatsu to his room now. Oh, your room is right over there. Oh-hoo, it's the perfect size for Tatsu. Wait, what? Tatsu know what that is? That, the Witcher Eater. We'll go in there to cool off. I guess you are smarter than you look. Well, Tatsu not want to brag, but... wait a minute! Tatsu see what Lily did there? Dafür, wie sie sich andauernd gegenseitig verarschen. Handlungsvisionen. Und so wie hintereinander. Große Handlungsvisionen kannst du immer im Blade von dir annehmen. Aber denk dran, dass du oft erst bestimmte Orte erfüllen musst. Zum Beispiel die Erforschungsrate steigen. Und jetzt los. Blade-Berichte, das schlägt dich. Du schlägst dich gut bei der Arbeit. Hast du eigentlich schon mal einen Blade-Bericht? Fast ja, und eine nette Funktion, die es Blades erlaubt, untereinander Informationen auszutauschen, sich Rat zu holen oder auch einfach mal was Nettes zu sagen. Das Blade-Terminal wurde für dich freigeschaltet. Du kannst dort nach Blades suchen, die dir für eine bestimmte Zeit bei einer Mission helfen sollen. Tja, und damit steht dir jetzt sämtliche Service zur Verfügung, die Blades zu bieten hat. Begrüßen bearbeiten, der erste Eindruck, ja, den Begrüßung habe ich schon bearbeitet. Klassen und Talente sind der Klassen, sobald du die Zähne erreichst, könntest du ja mal darüber nachdenken, ob du die Klasse habe ich auch schon gemacht. Wenn du keine Rizzer bist, kannst du sämtliche neue Talente einsetzen, die Klasse kannst du wechseln, so oft du Lust hast. Was? So oft du lustig bist, okay? Die besten Teamaufstellungen, du gehörst jetzt zu Blade, das bringt viel Verantwortung mit sich, aber auch große Freiheit. Für manche Missionen ist eine bestimmte Teamzusammenstellung Pflicht. Aber generell ist sie dir selbst überlassen. Lin und ich sind im Quartier, wenn du uns brauchst. Ja. Die Begrüßung ist aktiviert, das brauche ich nicht. Geh weg einfach. Dieser Reaktor kannst du geht zu schnell weg. Hier kannst du ab sofort ein Team aufnehmen. Achso, okay. Ah, okay. Okay. Area? Ah, ja, hier, okay. Existierende Speicherdateien überschreiben, aber klar. Das kann ich hier. Hey. Untersuchen bitte. Benötigte Level 12, maximal Teammitglieder 4. Keine besondere Voraussetzung. Gesperrte Teammitglieder Irina Gwyn da. Pflichtmitglieder Elmar Gwyn. Ah, okay, warte, wie kann ich die Team? Aufstellung da unten. Wo kann ich mein Team bitte zusammenstellen? Geht das vielleicht hier? Hallo, ich würde gern ausziehen, schön aus. Das hat zu erkunden, wir sehen, was im Raum da drin ist. Ja. Wenn ich mit ihr rede, ist sie dann in meinem Team oder muss ich das draußen machen als extra? Hey, wenn ich auf der Ebene spannend ist, kann ich mit. Ich komme bei einem Flugmodus für Skills und dann echt auf keinen guten Zweig.
Und dann zu Souveränien. Ich muss raus in der Tour oder ein paar Monster in den Kopf abstellen. Oder ach, ach ja, beides. Willst du mich mit? Na sicher. Ah, derzeit keine Änderung möglich. Änderung bestätigen. Ich kann dich nicht mitnehmen, okay. Achso, du wirst automatisch mitgenommen, wenn ich sie mitnehme. Alles klar, wo ist jetzt Elmar? Ist der theoretisch auch irgendwie... Ah, hier ist. Kommst du mit deiner Mission zurecht? Ja, wenn nicht sehen ist, gleichzeitig eine Gesellschaft. Für eine Weile. Sind wir in rein persönlich anfangen. Kein Befehl als Zielleiter. Fühle dich nicht verpflichtet. Ach, komm. Komm mit. Danke, es ist mir eine Ehre. Ja, ja, ja. Auf mit. So. Jetzt kann ich diese Mission hier annehmen. Was? Die vorausgesetzte Harmoniestufe ist noch nicht erreicht. Vorne haben wir nie Stufe von 1. Und die habe ich noch nicht. Ernst? Das ja auch nicht. Anscheinend nicht. Das wird wohl das Zeichen für Harmoniegespräche. Ja, das Zeichen für Harmoniegespräche, eindeutig. Blade Quartier umgestalten? Hey. Erstmal umgestalten. Primär gibt's nur Weiß. Ah, okay, ja. Machen wir es am besten so hell wie möglich. Ja, so hell wie möglich. Ah, wie lange geht der Part schon? Na okay, ich muss ihn jetzt leider ein bisschen kürzer machen, bei mir gibt's... Ja, bei mir gibt's Essen und... Das heißt, ja. Das war's mal für diesen Part. Und ja, im nächsten Part sehen wir dann, wie es weitergeht. Also, bis dann und auf Wiedersehen. Thank you.